Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Blutmond des Todes. Oh Götter, 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 ich habe jetzt schon Angst. Die ganzen Gegner, die ich besiegt habe, sind wieder da. Oh, das sind Leuchtsteine. Ich muss dahin. Ich brauche... Ja, brauche Medizin. Auch noch Leuchtsteine. Boah, ich hoffe, mein Brandmedizin reicht. Aber zur Not, ich habe jetzt einen Teleportpunkt. Also von daher könnten wir noch neue Medizin holen. So ist es hier nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß, über Spiel. Ah, meine Leuchtsteine. Warte, warte, was? Ja, Ganon, ist mir bewusst, dass du wieder da bist. Und I don't give a fuck about you. Heul woanders herum. I don't want you. Nobody wants you. It is what it is. Vielleicht sollte ich wirklich den Trick nutzen. Schon wieder ein Schrein in der Nähe. Hey, bei dieser Hitze. Ja, in meinem normalen Feld so Feuerpfeile. Das ist praktisch. Ich lasse den Schrein jetzt aktuell Schrein sein, denn ich möchte erstmal zur Stadt der Koronus. Weiß zumindest, dass hier ein Schrein in der Nähe ist. Und sobald wir die Feuerrüstung haben. Wow. Die. So gehen die kaputt. Nein, mein Loot, nein. So. Dich mache ich dann auch noch fertig. Dann halt eben so. Jetzt habe ich schon wieder genug Zeit verschwendet. Ah, tschüss, tschüss, ich muss zur Stadt der Koronen. Ich renne so schnell wie ich kann. Oh nö. Magmarok, nö. Nö, nö. Sorry, Magmarok, heute nicht. Heute nicht, Magmarok. Heute nicht. Nicht, solange ich nicht meine Feuerrüstung habe. Solange kannst du mir gestohlen bleiben.
Ich hoffe, drei Trinke reichen, ne? Ich hätte mir doch den Schrein des Teleportpunkts suchen sollen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Das sieht ein bisschen heiß aus hier. Todesberg, Etappe 3, Südmine. Wow, Steinsalz und Co. Ich habe eigentlich nicht die Zeit. Ich kann kochen, ich kann kochen, ich kann kochen. Oh, Eisenhammer. Nett. Aber ich habe meinen Steinspalter. Der gleich zerbricht. Hallo. Ich war hier nicht. Oh, hallo? Abend. Hier bleibt sogar Nachtsalz und die Goronen essen bei dieser Hitze auch noch heißen Eintopf. Ich bin gerade auf dem Heimweg von Goronia, aber ich habe vergessen, Mitbringsel zu kaufen. Eigentlich wollte ich ja ein paar von diesen Löschechsen vom Todesberg fangen, aber die sind mir zu flink. Kannst du vielleicht welche für mich fangen? Für 10 Löschechsen würde ich dir eine Anti-Feuerrüstung geben. Was sagst du, bringst du mir diese Löschechsen? Ja. Oh, das ist gut. Wie gesagt, ich hätte also gerne 10 Löschechsen. Diese müssten hier in der Nähe zu finden sein. Wie viel habe ich denn schon? Da brauche ich ja noch 7 Stück. Glaube nicht, dass ich das so schnell hinkriege. Ich dachte, ich könnte hier kochen. Da. So, dann schauen wir doch mal, was bringt uns denn vor, schützt uns vor Hitze? Wenn ich diese Glut gebellen, schützen wir dann zwar Medizin vor Kälte, schützt vor Kälte. Eine Art Kühlmütze bei denen, okay. Machen wir doch mal so. Warte mal. Und vielleicht. Was hier? Boah, ich kenne mich doch nicht mehr aus mit dem Kochen. Es wären doch eigentlich nur Monsterzutaten, ne? Das hört sich schon besser an. Also da war Kühlungsmedizin für die Wüste. Was zählt das auch für die Goronen? Ich weiß es nicht. Ist sie auch ehrlich gesagt nirgendwo meine Löschechse. Weiß nicht, ob ich nicht einfach weitergehen soll, ob ich mir eine Rüstung kaufen soll. Weil ich habe jetzt nicht gerade die Voraussetzung, mich hier umzusehen. Mit den Löschechsen. Dafür habe ich nicht genug Zeit. Wobei, ich kann mich immer wieder zurück teleportieren.
noch mehr neue Tränke holen, so ist es ja nett. Weil ich sehe hier bei weitem keiner Glutechsen mehr. Löschechsen meinte ich. Da sind 3 Truhen. Hier entlang nach Goron, ja. Okay, dann weiß ich Bescheid. Hier muss ich hin, sobald ich die Löschrüstung habe. Löschrüstung, die Feuerrüstung habe. Die Quest mit den Löschechsen können wir ja immer noch machen. Dass du hier nicht verbrennst, du. Oh je. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, was das war. Ich wollte niesen, dann dieses Geräusch und jetzt, keine Ahnung. So, ich würde mal sagen, ich flitze jetzt hier einmal durch. Oh je, ich sollte doch nicht durchflitzen. Hilfe. Titan, was machst du? Ich bin doch nur hier, um dich zu befreien. Und nicht die Vögel schon wieder. Nee, nee. Ich mag ich nicht mehr. Hier ist auch wieder ein Schrein in der Nähe, aber wo? Eieiei, was sehe ich denn da, eine verrückte Eidechse? Und irgendwo hier ist ein Schrein in der Nähe. Ja, schon mal nicht. In diese Richtung. Goronia, wir sind endlich in Goronia angekommen. Willkommen, edler Link. Kennen wir uns? Sag mir lieber, ob du die Lavabrocken eben gut überstanden hast. Wegen dieser Lavabrocken kommen kaum noch Besucher hier lang. Mir ist so langweilig, dass ich jeden so begrüße, als wäre einer der legendären Recken. Link war der Hyjaner, der vor 100 Jahren gemeinsam mit unserem Recken, dem legendären Daruk, gekämpft hat. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, frag doch den Chef ganz hinten in der Stadt. Rüstung, Rüstung, ich brauche Rüstung. Oh, ein Kunde, ja. Hallo. Ja. Du hast Vergnügen im Rüstungsladen Muckimark zu stehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Kaufen. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Wir wissen jeden Kunden zu schätzen. Mit unserer Ausrüstung bist du auch an Orten sicher, wo noch größere Prankgefahr herrscht als in Goronia. So wie du jetzt angezogen bist, solltest du nirgendwo hingehen, wo es feuriger ist als in Goronia. Naja, an solchen Orten dürfen eigentlich sowieso nur wir Goronen. Kann ich sonst noch irgendwie helfen? Nein. Rubin. 600 Rubin. 700 Rubin. Ja. Ich möchte Sachen verkaufen. Bitte nimm mein ganzes Geld. Deswegen bestimmt auch die Topase, die wir hier gefunden haben. Der mit mein Geld hat.
Ja. Ja, kriegst du noch sein Rhodonit? Weil ich kann alles bis auf den Reaktorkern ja verkaufen, ne? Wo sind eigentlich die Reaktorkerne? Da, okay, dann kann ich hier alles verkaufen. Das brauche ich nämlich aktuell zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und wir haben ja eh raus, wie wir die besiegen. Von daher, ich brauche die Feuerrüstung. Brauche mindestens 2600 noch. Ich möchte gerne alles verkaufen, nicht nur eins. Hier, nimm auch das hier. Nimm hier die ganzen Tentakel. Ich möchte gar nicht wissen, was du damit anstellst. Das bringt überhaupt nichts. Nope. Hier, nimm gleich alles. Das bringt aber ganz schön viel, du. Einmal Sachen verkaufen mit Link. Ich glaube, ich verkaufe hier von zwei. So, jetzt muss ich noch irgendwie noch 400 noch was zusammenkrexen. Ich weiß aber nicht wie. Auch irgendwas, was sehr teuer ist. Nicht wirklich, ne? Dann muss ich gucken, wie ich das alles noch zusammenkriege. Das gibt auch noch mal 100. Ich komme so langsam an 10 näher. Oh, wir haben genau 10 Leuchtsteine. Genau 10. Das heißt, wir können auch die Quest demnächst abgeben, sobald wir hier den Schrein gemacht haben. Dann würde ich mal sagen, machen wir dann ein kurzer Abstecher zu den Soras. So, haben wir mal Feuerstein, die benutze ich ja eh nie. So, gleich haben wir das nötige Kleingeld zusammen. Steinsalz, komm. Ich muss jetzt alles verkaufen, was geht. Hier Maxi Rüben. Ich hoffe mal 4 von. Jetzt muss ich doch alles beisammen haben. Aber schön, dass die Zeit stehen bleibt, während ich kaufe. Yay. Yay. Und jetzt bin ich blank. So, dann einmal bitte hier anziehen. Oh Gott, bin ich langsam. Also, jetzt mal hier den Schein, ne? Der Schrein muss in diese Richtung irgendwo sein. Irgendwo hier muss der Schrein sein. Da ist der Schrein auch schon.
Und dann machen wir den Schrein, dann machen wir einen kurzen Abstecher in den Soras. Und dann gehen wir hier zu dem Chef, ne? Andererseits hier. Nimm meine Bombe. Mein Loot, der zerbrennt doch. Oh Gott, ich erinnere mich. Ah. Ja, nimm meine Bombe. Ja, du kannst gerne verbrennen, da renne ich jetzt nicht hin. Und dann muss ich ja auch noch zurück zu der Fee und meine Rüstung verstärken, ne? Boah, ich habe heute wieder viel zu tun hier. So viel zu tun und so wenig Zeit. Bei der Verwendung bestimmter Module und deines Bogens kannst du auch zählen, den du deinen Controller neigst. Ja, ich weiß. Ist aber nicht immer das Beste. Schwanken das Feuer, oh je. Ah. Und eine Bombe. Eine Truhe. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Felsenspalter. Warte, der ist doch eh schon so gut wie kaputt. Socker. Oh. Na, okay, du warst ein bisschen zu nah. So. Na, komm her. Okay, so kann ich nicht schnell blocken. Wenn die zu nah sind, funktioniert das bei mir nicht. Die müssen etwas weiter weg sein. Kann ich hier was einstellen? Nö. Ist da hinten was Spannendes? Nö. Aber da ist eine Kiste. Oh, danke. Wir brauchen nämlich wieder Geld. Das weiß das Spiel auch selber. Hallo. Okay, ich brauche einen Schlüssel. I need the key. Da muss ich weiterhin dastehen. Dass die Kugel da weiter rollt? Nö.
Mein erstes To-Do ist ja schon mal erfüllt. Hier komme ich nicht weiter. Aber hier. Ach, halt zufällig ist auch hier der kleine Schlüssel. Und hier komme ich auch nicht mehr raus, hier bin ich eingesperrt, deswegen gibt es auch diesen Weg hier nach draußen. Hui, eine Truhe. Wäre lustig gewesen, wenn hier der Schlüssel drin wäre. Eispfeiler, nett. Normale Pfeile wären mir aber lieber gewesen. You just saying. Dafür brauche ich doch keine Flammen. So. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Bing. Nur noch ein Schrein und du hast wieder ein Herzcontainer mehr. Und du bist einem Schritt des Meisterschwerts in greifbarer Nähe. Was haben die alle mit dem Masterschwert hier? 1, 2, 3, 4, 5. 9 Herzen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann krieg ich 10, dann hab ich 11, dann fehlen mir immer noch 2 Herzen. So, aber jetzt. Hier geht's doch zum Tagebucheintrag. So, der Leuchtsteinbruch. Dann fliegen wir nochmal wieder zurück zu den Soras. Und geben den Leuten diesen Leuchtstein und mal gucken, was wir dafür bekommen. ...23 Schreine haben wir schon gemacht. Läuft. Von 120. Gut, aber mein Ziel ist es ja nur, die Hauptstory durchzukriegen. Nicht alles auf 100% zu machen. Und für den Masterschwert braucht man noch 13 Herzen. Das ist auch eine Quest für mich. Oh Gott, da sind ja viele... Oh Gott. Ja, hallo? Kann ich dir helfen? Hier, Leuchtsteine. Danke. Du hast wirklich 10 Leuchtsteine für mich. Dann lass mich mal nur schnell nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oho, das ist wirklich alles, was wir haben wollten. Ich nehme mal die Leuchtsteine mal geschwind ab. Und natürlich soll es auch belohnt werden. Ein Diamond. Ich lege sogar noch einen oben drauf. Du bist unser Retter. Wenn du wieder 10 Leuchtsteine hast, die können wir immer gebrauchen. Aber ich kann dir nur einen Diamanten geben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Oh, ja, gerne. Okay, Leuchtsteine farmen. So, dann habt ihr ja auch noch Quests für mich. Die hole ich auch mal ab. Was ist?
Onkel, ich bin beschäftigt. Ich will mir ein paar Kröten dazu verdienen. Kröten? Ja, meine Mama ist immer noch nicht vom Fischfang zurück. Also will ich an ihrer Stelle ein paar Kröten dazu verdienen. Spurtkröten, um genau zu sein. Was guckst du denn so? Der Mitleid brauche ich nicht. Fäll mir doch lieber ein paar Spurtkröten. An regnerischen Tagen findet man sie besonders leicht. 5 Stück wären ein guter Anfang, ja? Habe ich nicht sogar 5? Habe ich sogar. Also hier. Hallo Onkel. Ich bin beschäftigt. Hier, die Kröten. Was, wirklich? Dann wollen wir mal zählen. Do, re, mi, fa, so. Oh, du hast wirklich 5 Stück für mich gefangen. Dann gebe ich dir das hier als Belohnung. Rissgras. Danke, das nennt man anscheinend Rissgras. Ich habe es gepflückt, weil es so selten ist, aber eigentlich kann ich gar nichts damit anfangen. Du kannst es haben. Lulalu. Glanzvolles Licht eine Prüfung erhält. Oh, der Hylianer, der Prinz Sidon geholfen hat. Toll. Gegen den Prinzen stinkst du natürlich ab, aber du bist doch schon ganz ordentlich. Wenn du willst, kannst du mit mir reden. Willst du reden? Was singst du da? Ich liebe singen. Auch das Lied von Reckenfest habe ich mir gemerkt. Soll ich dir das Lied von Reckenfest mal vorsingen? Ja, bitte. Ja gut, es geht los. Das Reckenlied. Vom Himmel die Lichtschuppe fällt. Zu Füßen von Seda aufgestellt. Glanzvolles Licht eine Prüfung erhält. Was der Text bedeutet, weiß ich nicht, aber ich werde es beim nächsten Reckenfest singen. Molden sollte das Fest vorbereiten, aber er hat noch gar nichts getan. Warum wohl? Ob er vergessen hat, dass er seine Aufgabe ist? Das Lied des Reckenfestes. Eine Schreimission. Gut, aber jetzt brechen wir da mal auf. Nach Kakariko. Und versuchen unsere Feuerrüstung zu verstärken. Und dann fliegen wir wieder zurück zu den Goronen. Und dann ist die Folge auch für heute schon vorbei. Haben schon eine halbe Stunde, ich bin im Zeitstress. Meine Nase macht mich fertig. Ich glaube, das reicht für heute. Kaum ändert sich die Jahreszeiten, die Temperaturen und schon werde ich instant krank. Jedes Mal. Ich sollte eigentlich immer darauf vorbereitet sein, aber naja. Ich bin mit dieser Feuerrüstung aber echt extrem langsam. Oh oh. Warte mal, fertig rufen. Nein. Aber neue Feen, ja. Ebi, mein Pferd verscheucht die Feen. Kommst du runter? No, ich bin erstmal die Fee hier. Hallo, kommst du runter? Please? Bevor mein Pferd kommt. Hallo. Oh oh. Pferd, warte, 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 nein! Komm zurück! No! Ach, Ribona. Why? Ach, so liebes Bisschen. Ach, du bist es da gegrüßt. Soll ich deine Kleidung verstärken, Nanu? Was ist das? Du hast keine Kleidung, die ich verstärken könnte. Aber gut, ein Blick kann ja nicht schaden. Zeig doch mal, was du hast. Mir fehlt ein Mopple im Horner. Ich hätte die Mopple-Börder nicht verkaufen sollen. Gut, das war ein Schuss in den Ofen.
Oder ich kann dich leider nicht mitnehmen, du. Du musst hier bleiben. Aber weißt du was? Ich hole dich in den Stall erstmal zurück. Damit du nicht von irgendwelchen Monster angegriffen wirst, wenn ich nicht da bin. Das wäre nämlich unschön. So richtig unschön. Link, du siehst einfach so Bombe aus, ne? Willkommen in unserem Stall. Hier kannst du gefangene Wildpferde registrieren oder deine Pferde mitnehmen oder austauschen. Wenn du übernachten möchtest, wende dich bitte an die Rezeption. Also, wie kann ich dir helfen? Pferd abgeben. Du möchtest also das Pferd, das du mitgebracht hast, Epona, bei uns abgeben? Yep. Gut, dann nehmen wir Epona in unserem Obhut. Augenblick bitte. Dein Pferd ist bei uns in guten Händen. Gibt es noch etwas, womit ich helfen kann? Nein. Okay, dann kann ich jetzt auch so rennen, ohne dass alle paar Minuten auftaucht. Dein Pferd kann ich nicht hören. Ist da oben eine Truhe? Die Truhe, nein! Au! Ein Opal. Okay, immerhin. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und nächstes Mal sehen wir uns bei den Stadt der Koronen wieder. Bis dahin. Tüdelü.